So, wunderbar. Und damit herzlich willkommen zurück. Let's play Horizon Zero Dawn. Entschuldigung. Torchlight 1. Oh je. Oh je. Ich habe schon keine Ahnung, warum ich da jetzt entlang gegangen bin, aber ja, scheint einen Bug zu geben. Das ist jetzt nicht so geil. Und zwar kann ich keinen Katz, kann ich keinen Hundefisch kaufen. Von daher blöd gelaufen. Ist ärgerlich, ist ärgerlich. Ich weiß nur nicht warum. Ja. Ansonsten läuft das eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt mal meine Mikrofoneinstellung noch mal ein bisschen verfeinert. Da weiß ich jetzt nicht so ganz, wie es jetzt wirklich aussieht. Aber Damage machen die jetzt nicht, ne? Ich weiß nicht, ob das... Die sind Stufe 19, das ist jetzt nicht so... Das ist jetzt nicht so schlimm. Sie haben eine Falle ausgelöst. Ja, dann habe ich eine Falle ausgelöst von mir aus. Ist mir eigentlich relativ wumpe. Jo, muss ich mal gucken. Ich habe mir gedacht, ich mache zwischendurch mal noch ein bisschen Farming. Das bedeutet, ich hau da jetzt nicht einfach mal so alles schnell durch. Ich glaube auch nicht, dass ich hier Sachen kriege, die... Eine Falle wurde ausgelöst. Ja, da kommt nichts raus, okay. Hier kommt aber was raus. Jo. Mein Inventar ist voll. Oh. Ja. Weg damit. Warte mal. Ja, Elfrüstung wäre natürlich, ist natürlich super. Aber hier habe ich einen Sockel. Nee, das kriege ich auch so hin. Von daher, ja, einfach nur genug verzaubern und dann passt das schon. Na, kommt. Gerade ein bisschen Damage gefressen. Was aber nicht so tragisch ist. Ah, das ärgert mich jetzt. Normalerweise kannst du dir, wenn du eine Katze hast, kannst du dir einen Hundefisch holen. Der dir dein Begleiter in einen Hund verwandelt. Das ist jetzt irgendwie anders. Ich habe eine Katze und kann mir keinen Hundefisch holen, sondern nur einen Katzenfisch. Das ist normalerweise genau andersrum. Also ein kleiner Bug. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie anders gecodet kriege. Weil da gibt es bestimmt auch nur einen Wert in irgendeiner Datei, den ich ändern muss. Da muss ich dann versuchen, ob ich vielleicht, ob ich es vielleicht schaffe, manuell eine Bugbehebung zu platzieren. Jo. Ach, ich hab Durst. Kehle befeuchten und versuchen dabei nicht zu sterben. Aber das sollte kein Problem sein. Ich glaube, ich habe die Kopfhörer zu laut eingestellt. Ich finde das nämlich ultra grausam. Ich habe mich jetzt gerade, ich habe mir jetzt gerade selbst ins Ohr geschrien.
So. Ich glaube, nur bei den wirklich gelben Hütten kommen Monster raus. Finde ich gut, dass die hinterm Tor steht. Das. Jo, da muss ich die jetzt nicht unbedingt rauslassen. Können wir mal welche raus? Ja. Perfekt. Das ist ja schon fast gemein. Ich glaube, nichts toppt diese Rüstung, die ich hier habe. Auch die Schulterstulpen nicht. Glaube ich nicht. So. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Ich habe mir zu viele Schriftrollen auf einmal geholt. Tiefenblutstein, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Der könnte etwas sein, was ich... Ah, Geschick ist super, aber das ist genau das, was ich level. Von daher eigentlich wäre ein bisschen Stärke ganz cool. Das hat jetzt doch ein bisschen Aua gemacht. Aber ich bin mit meiner Rüstung eigentlich ganz zufrieden. So, das gab ein bisschen Ruhm. Von daher... alles weg. Theoretisch kann das hier alles weg. So. Bis mein Nachtara wieder da ist. So, das kann alles weg. Wunderbar. Tara, was machst du denn da? Das sollst du doch nicht machen. Gut, muss ich bei meinem Kätzchen bleiben. Es läuft. Ich finde es so schade, dass die Fähigkeiten wirklich auch nicht die Effekte haben. In meiner Klaue und so, das wäre super, aber auf der anderen Seite wäre das mit dem Pfeilregen natürlich, glaube ich, ein bisschen zu overpowered.
Weil dann klaue ich ja mehr Mana als die Fähigkeit frisst und dann könnte ich theoretisch damit diese Fähigkeit spammen. Nichts mehr tragen. Also. So. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Ja, es ist schwierig, es ist schwierig. Aber die würde ich. Und die könnte ich theoretisch auch wegschmeißen. Aber man weiß nie, wann man sie braucht. So. Warum habe ich hier keine Dingsbums? Warum war das jetzt so knapp? Ich habe die falsche Taste gedrückt, ich Vollidiot. Das passiert mir ziemlich häufig. Mache ich so. Das kann ich nicht tun. Perfekt. Wunderbar. Jetzt habe ich das, was ich wollte. Ich wollte es eigentlich versuchen, anders dazu regeln, aber auf der anderen Seite, wenn mir das jetzt nicht unbedingt fehlt, das ist jetzt auch gemaxt. 20% Blockchance, super. So, jetzt will ich mal was gucken. Oh, das wäre natürlich super. Die genaue Kenntnis aller Rüstungstypen reduziert die Anforderungen. Oh, und verbessert die Rüstungsabsorption. Ich glaube, das sollte ich vielleicht auch machen. Plus 1 auf Stufen von Beschwörungszauberern. Was haben wir denn hier noch? Stufe Verteidigungszauber. Nee, nein. Expertive Nahkampfwaffen. 6%. Ja, falscher brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, aber das wäre wirklich ganz nützlich. Wenn ich vielleicht noch ein paar passive Sachen mache. Nicht so viel, nur so ein bisschen. Obwohl ich bis jetzt doch sehr gut klarkomme und ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht. Warte mal, von hier kam ich, ne? Genau, von hier kam ich. Dann bin ich hier weitergegangen. Mhm. Oder kam ich von da unten? Nee, dann muss ich hier lang, glaube ich. Super. Das ist immer schwierig, wenn du die nicht passgenau triffst. Na, sonst bin ich eigentlich... Eigentlich sonst zufrieden. Also ich muss jetzt nicht irgendwie meine Sachen verstärken. Meine Dingsbums. Haben eine Falle ausgelöst. Meine Fähigkeiten, dementsprechend könnte ich wirklich gucken, dass ich vielleicht diesen passiven Rüstungsgeschütz da fertig mache.
Ja, kommt raus. Treppe nach unten, da geht's weiter. Ich bin überlastet. Wie, du bist überlastet? Nach Daras voll. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Okay, Plattenhaube der Bezauberung brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber wenigstens kann ich hier ein bisschen Kohle machen. Ja, 3.500. Nee, fast 4. Super. Okay, von da kam ich. Da hat unser Mädchen schon aufgeräumt. Wunderbar. Ja, wegen einem Baum muss ich jetzt keine Fähigkeit raus spammen. Aber noch ein Minütchen. Das mit dem Pfeilring super. Kommt raus. Super. Nein! Boah, ist das gemein. Inventar ist also voll. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. So, machen wir das Inventar auch gleich wieder voll. Ja, die fressen halt viel und hier... das ist auch fast voll. Ist egal. Es gab Ruhm. Ich glaube, ich bin hier wieder overpowered. Wie gesagt, ich glaube nicht dran, aber... körperlich und Elementarschaden um 2% wäre natürlich super. Aber dafür müsste ich halt ziemlich viel opfern. Nee, ich habe zu viel einzigartige Sachen. Sieht langsam echt aus wie eine Walküre, die Kleine. Ach ja, Elaine und Nachtara, die machen das schon. So, und das war Kartenschriftrolle Nummer 3. Ging doch schneller als gedacht. Also geht nicht, weil ich ja schon... Jo, jetzt lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich wollte noch ein paar einzigartige Sachen verzaubern. Ich glaube, die Walkürenhaube hat genug. Der kann noch was verkraften. Ich will wirklich nur, wenn es geht, die einzigartigen Sachen verzaubern. Guten Tag. Das Glück ist Ihnen hold. Auf Wiedersehen. Hallo. So, 10%.
Glück ist auf ihrer Seite. In Ordnung. Schickt dann auch. Warte mal. Hey. Ja, Katzenfisch, das ist Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Geschicklichkeit, 3 auf Geschicklichkeit. Und was haben wir hier? 4 auf Geschicklichkeit. Vier auf Verteidigung. Ja, 4 ist natürlich schon over the top, ne? Es gibt 2. Das sind die Stufe 1, 2 und 3. Oder halt wirklich die Imba-Dinger. Rüstung, Gift. Du hast schon wieder so viele Dinger. Ist es zum Abfarmen gedacht? Nee, die blauen Dinger, die sind zwar selten, aber so richtig. Aber die einzigartigen Sachen sind natürlich super. Aber die blauen sind auch nicht schlecht, ne? Jo. Nee, ich würde dann sagen, machen wir die Rüstungsteile noch. 15 bis 30, 10 bis 20, 10 bis 20, 12 bis 25. Was sind das für... Was ist das denn für ein Dingsbums? Was sind denn das für Levelbezeichnungen? Mache ich die noch? Ansonsten kaufe ich mir zwischendurch immer mal eine. Aber ich könnte die eigentlich auch verkaufen. Und mal mit der Hauptstory weitermachen. Und dann hole ich mir zwischendurch einfach mal 1 oder 2. Ich habe die mir zwar jetzt gekauft, aber ich glaube, es tut jetzt nicht weh, wenn ich jetzt wieder verkaufe. Schickt. Gut, was haben wir denn für Quests aktuell? Ja. Ebene 17. Urtümlichen Glutstein. Das ist ein guter Bogen. Aber irgendwie, glaube ich, muss ich jetzt mal langsam weiter. Syl hatte ich darum gebeten, die Ursache zu finden, bevor die Stadt zerstört wird. Machen wir auch. Das bedeutet hier Wegpunkt. Machen wir aber dann beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Euer Graf. Ciao.